Wir installieren hier insgesamt 14 Simulatoren. Das Zentrum hier ist damit das größte weltweit. Wir können hier noch besser als bisher Kundenfeedback in den Entwicklungsprozess einfließen lassen. Wir können hier zum Beispiel pro Tag bis zu 100 Kunden oder Probanden an Studien und Tests beteiligen. Das Highlight hier ist der High Fidelity Simulator, den wir hier in dieser großen Halle einbauen. Dieser Simulator kann im Gegensatz zu sonst bekannten Simulatoren alle Dreh- und Bewegungsrichtungen eines Fahrzeugs sehr originalgetreu darstellen. Er kann das Fahrzeug sehr stark beschleunigen, in etwa so stark wie ein BMW M3 auch beschleunigen kann. Wir haben im Prinzip die frühe Erlebbarkeit, die toll ist, und die Standardisierung, die es uns ermöglicht. Und deswegen ist die Fahrsimulation ein ganz wichtiger Teil in diesem Design-Technik-Konvergenzprozess. Wir testen ja mit dem Kunden, um ihn eigentlich relativ gut lesen zu können und dann unser System auf die Kundenwünsche zu adaptieren. Und nicht der Kunde muss sich an das System adaptieren. Als erster Automobilhersteller der Welt werden wir in dem Zentrum hier LED-Walls einsetzen zur Visualisierung der virtuellen Welt in einigen Simulatoren. Und dadurch schaffen wir es, dass die Kunden eben auch beim visuellen Erlebnis eben maximal in die virtuelle Welt eintauchen können. Der iNext hat uns vor Herausforderungen gestellt, weil das wirklich, glaube ich, das erste Mal ein Fahrzeug ist, was tatsächlich so ein Smart Device auf Rädern ist. Und gleichzeitig bietet der iNext ja auch eine gewisse Intelligenz und hat ein gewisses Vorschlagswesen zum Beispiel. Und wenn der iNext Vorschläge macht, dann muss sich das für den Kunden natürlich anfühlen, wenn man dann testet. Gerade beim iNext ist es wichtig, dass wir die Verantwortungsverteilung in Bezug auf, was macht die Funktion für mich und wofür bin ich als Fahrer denn verantwortlich, dass der Fahrer davon die richtige Vorstellung hat. Weil tatsächlich mit steigender Automatisierung, mit zunehmender Assistenzfunktion, der Fahrer das Gefühl bekommt, er wird immer stärker entlastet. Das heißt, das richtige mentale Modell aufzubauen, das ist unsere Aufgabe. Sowas schauen wir uns an im Fahrsimulator und können dann bewerten, ob die Funktion gebrauchssicher ist und kontrollierbar für den Fahrer und dementsprechend bereit ist für die Markteinführung. Es ist klar, in der Automobilindustrie müssen wir in Richtung virtuelle Entwicklung gehen. Wir können auch aus Gründen der CO2-Reduktion nicht alles auf der Straße machen. Wir wollen ja dann irgendwann auch ein CO2-neutrales Unternehmen werden. Und das ist ja sicherlich auch ein Baustein dazu. Ja. Neben dem Kunden, der uns natürlich immer prägt, ist es so, dass das ganze Thema automatisiertes Fahren eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. In den nächsten Jahren das Thema elektrifiziertes Fahren wird eine wichtige Rolle spielen, aber natürlich auch innovative Entertainment-Technologien und multimodale Interaktionstechnologien zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug, die wir hier dann testen und entwickeln werden. Wir haben mit dem Simulator wirklich alle Möglichkeiten geschaffen, die wir hier zur Entwicklung und zur Absicherung brauchen. Wir können hier wirklich alles machen, was notwendig ist, um ja, auf Autobahnen zu fahren, auf Landstraßen zu fahren, auf Rennstrecken zu fahren und auch um in der Stadt zu fahren, was ja in Zukunft immer wichtiger wird.